Ich habe noch ein paar Äpfel übrig und dachte mir, ich mache heute einen Apfelkuchen. Aber nicht irgendeinen Apfelkuchen, sondern genau den Apfelkuchen. Schaut's euch an. Let's go! Wasser. Dann habe ich bloß 50 Gramm Zucker genommen und 230 Gramm Mehl. Ein halbes Päckchen Backpulver und natürlich Äpfel. Ich habe mir eine Schüssel mit Wasser gerichtet und schäle jetzt mal einfach die Äpfel. Ich nehme nicht alle. Vielleicht ein Kilo, aber ich sehe das dann immer. Apfelkuchen, wo sehr, sehr lecker ist. Und ich finde, Apfelkuchen passt immer. Das tue ich dabei ins Wasser, damit es nicht gelb wird, braun. Ich mache dann weiter und zeige euch nachher mein Ergebnis. Ihr seht, ich habe ca. 1 Kilo Äpfel jetzt geschält. So, ihr seht, Mathilda steht bereit. Ich mache jetzt 3 Eier hier rein. Drei Eier, 3 Esslöffel Wasser und 50 Gramm Zucker. Das Ganze wird jetzt gemixt, circa 10 Minuten. Ich stoppe mal kurz und mache jetzt das Backrohr auf circa 180 Grad Ober- und Unterhitze. Mixe dabei noch weiter. Der Backofen ist an, tu jetzt das Mehl dazu und lass es noch einmal ein paar Minuten mixen. In der Zwischenzeit nehmen wir die Äpfel, das schneide ich jetzt weg. Ich schneide hier so wie Scheiben. Runde hier. Also die Kerne natürlich ausschneiden. Es gäbe so ein Gerät dazu, habe ich aber nicht. So, einfach hier Kerne wegschneiden kann man, muss man nicht. Aber die Kinder mögen das natürlich nicht. So, hier habe ich auch noch. Jetzt habe ich ja meinen Nicer Dicer. Das ist dieses Gerät. Hier stückle ich einfach die Äpfel. In diesem Fall sind es viereckige Würfelchen. Ja, ich zeige euch das nachher. Ich mache jetzt weiter mit meinen Äpfeln und dann zeige ich es euch. So, die Äpfel sind so gut wie gewürfelt. Ich nehme noch eine Zitrone wegen dem Saft. Ein bisschen Zitronensaft, damit es nicht so braun wird und damit der Geschmack passt für unseren Apfelkuchen. Und was wäre ein Apfelkuchen ohne Zimt? Wir brauchen auch etwas Zimt. Man könnte auch Vanillezucker, aber 50 Gramm Zucker in einem Apfelkuchen, das genügt. So, das schiebe ich jetzt mal hier hin. Ich habe mir ein Backblech gerichtet. Einfach so ein viereckiges. Mit Backpapier, da kommt jetzt Teig rein. Der Backofen ist ja einheizen, aufheizen. Ich gieße jetzt einfach den Teig hier rein.
bisschen. So, das Ganze wird ein bisschen verteilt am Boden. Sieht jetzt natürlich sehr mickrig aus, aber er geht ja noch auf. Jetzt tue ich einfach Apfelwürfelchen. Die kommen jetzt hier rein. Na? Einfach ein bisschen verteilen. Man kann das sonst auch mit dem Löffel am Schluss einarbeiten, sage ich jetzt. So. Ach, das riecht immer so gut. Äpfel mit Zimt. Das erinnert mich so an die Winterzeit. Das schmeckt sehr, sehr gut. So, das Ganze kommt jetzt einfach in den Backofen. Ich streiche das so glatt. So, damit das schön aufgehen kann. Drückt es einfach ein bisschen platt mit einem Löffel. Und das Ganze geht jetzt in den Backofen. So, let's go. So, frisch aus dem Ofen. Ein bisschen Zucker drüber. Puder Zucker. Muss man nicht, kann man aber. Ich mag es. Ein bisschen heiß drüber. Jetzt lassen wir das Ganze abkühlen und dann schneide ich es in einfach Vierecke. So, ich habe eine Vanillekugel dazu getan. Das Ganze sieht dann so aus. Sehr, sehr lecker. Vielen lieben Dank, dass ihr auch dieses Mal dabei wart bei meinem leckeren Küchlein und Video. Kanal kann gerne abonniert werden. Daumen hoch. Alles Liebe, eure Katja. Tschüss.